So, es geht sofort weiter. Ich bin immer noch hier auf der Hauptinsel. Ich habe nur eben das Video, halt einen Schnitt gemacht, ist gespeichert und habe aber noch nicht gerendert oder so. Das mache ich, wenn ich das Video hier fertig habe. Ich möchte mich noch ein wenig weiterspielen und nein, mit dir rede ich noch nicht. Ich möchte erst noch die anderen Häuser auskundschaften und angucken, wollte ich sagen. Und hier, nein, das hat man gerade schon untersucht. Dann gehen wir mal hier unten rein. Was haben wir denn Schönes hier drin? Nichts. Die Tür geht nicht mehr auf. Okay, dann halt nicht. Und wir haben gerade eben schon gesehen, hier oben, da, oberhalb der Treppe, da möchte ich nicht hingehen. Denn da ist ein super Grobo und wenn wir dem zu nahe kommen, schießt er auf uns und wir landen im Gefängnis, wo ich eigentlich nicht so wirklich hin möchte. Nein, möchte ich nicht hin. Da ist noch ein zugemauertes Haus. Ich frage mich, ob die das auch so schnell zumachen konnten. Hier ist der Schlüsseldienst der Insel. Gehen wir mal rein. Hallo, wie geht's dir? Guten Hi. Tag. Ich suche eine Freundin. Sie wird von zwei Digo-Klonen eskortiert. Ich schon so nicht gesehen. Okay, wenn du nicht gesehen hast, dann wollen wir dich mal nicht weiter stören. Gucken wir nochmal in den Fass. Nö, nix. Gucken wir mal in die Kasse und was passiert wohl dann? Du Dieb, die Hände weg von meiner Kasse. Ja gut, dann gehen wir besser, bevor du uns hier noch mit seinem Rüssel schlägt. Hihi. So, ja. Da hinten war übrigens auch noch eine Treppe, wo der Klon runtergekommen ist. Diese hier. Werde ich aber auch nicht weiter hochgehen. Ich lese nur noch mal in das Plakat. Okay, das ist nur das Häftlingsplakat. Denn hier oben. Verdammt. Okay, das war blöd. Da kommt nämlich ein super Grobo raus. Jetzt sieht man das auch mal. Er trifft uns mit der Kugel. Wir fallen in Ohnmacht und wachen im örtlichen Gefängnis wieder auf. Toll. Das wollte ich eigentlich vermeiden. Er schlägt uns. Haben direkt ein Pflaster drauf. Und Twinsen guckt blöd. Toll. Ja, gut. So könnt ihr jetzt immerhin mal hier die schöne Gefängniszelle beobachten. Schön, ne? Sieht ein bisschen anders aus als die Zitadelle, weil das hier eben nur ein kleineres Gefängnis ist. Und wie entkommen wir hier raus? Reden wir mal mit dem Wärter. Schauen Sie doch, das ist ein komischer Stein dort hinten in der Mauer. Ich könnte doch ausbrechen. Ja. Schauen wir uns das mal an. Ja, Dr. Funfrock sollte vielleicht mal ein paar intelligentere Mitarbeiter klonen. Weil, ne, lässt ihr einfach die Tür offen und guckt sich hier hinten die Zelle an. Das ist ein wenig bescheuert. Guten Tag. Ja, komm. Guten Tag. Nein, er wird dir nichts zu der Freundin sagen. Na? Guten Tag. Aua! Ey, was? Hallo? Nur weil ich dich angesprochen habe, komm, stirb hier. Mit sowas möchte ich nicht arbeiten. Das ist ja unerhört hier. Gucken wir mal in den Schrank. Hast soeben alle Gegenstände Wey! gefunden, die in deinem Inventar enthalten waren. Twinston freut dich. Nein, er freut sich nicht. Okay. Das ist die Haupttür, da gehe ich nicht raus, denn da wartet ein super Grobo direkt vor der Tür und wartet nur darauf, uns zurück in unsere Zelle zu stecken. Stattdessen benutzen wir das Fenster. Wunderbar. Komm hier raus. Da ist ein Soldat, aber der soll uns nicht weiter stören. Jetzt können wir sagen, Tinsen, ich breche aus, dann greift er uns an. Wir können auch sagen, ich repariere die Antennen. Dann sagt er, ach so, okay, lass uns weitergehen. Oder wir sagen, ich bin. Denkt er auch, okay, und lässt uns weitergehen. Also, die sind alle nicht besonders helle. Ich wechsle mal eben in den unauffälligen Modus, denn da sieht man Super Grobo, Deko meine ich natürlich, die deutsche Version. Und hier muss ich aufpassen, dass ich nicht ins Wasser falle. Weil Twinsen kann, wie gesagt, nicht schwimmen. Und wenn ich da reinfalle, verliere ich ein Kleeblatt. Ich hab. Moment, ich muss mal gucken. Gut, dadurch, dass uns der Super Grobo Deko getroffen hat, haben wir kein Kleeblatt verloren. Das ist immerhin schon eine kleine Verbesserung. Also, nicht Verbesserung, Erleichterung, sagen wir es mal so. Und ich weiß nicht, bin ich weit genug weg von dem? Dann kann ich nämlich rennen. Hier ist. Ups. Ups. Genau da ist. Ah, verdammt. Moment. Moment. Ich. Aua. Ah, fu, 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 fu. Hilfe. Ich bin gerade irgendwie ein bisschen in der Klemme. Ich wollte eigentlich zeigen, ja, da ist. Von wegen da ist. Da rechts war das, wo wir von der anderen Seite rangekommen sind, wo es dann auch nach oben zu Dr. Funfox Hauptquartier geht. Und hier weiß ich gerade nicht, wie ich. Ja, die schießen immer noch. Wie ich weiterkommen soll, denn diesen Klon kann ich nicht bekämpfen. Ich versuche es mal an ihm vorbeizurennen. Oh Gott, nein! Oh, ja, der ist halt ein bisschen stärker als die Gelben. Der kann schon Blitze verschießen.
Alter. Ich bin tot. Ja, gut. Aus diesem Grund wollte ich eigentlich nicht ins Gefängnis. Jetzt starte ich hier hinten wieder. Oh Gott. Oh nein. Oh, ja, ich repariere die Antennen, funktioniert auch. Man sollte bloß nicht sagen, dass man gerade ausbricht, dann schießt er mich wirklich auf einen. Und jetzt muss ich mal gucken, dass ich hier hinten irgendwie wegkomme. Sonst habe ich mir, ja, ein Kleeblatt verloren, habe ich mir echt was Blödes eingebrockt. Ja, immerhin habe ich jetzt wieder volle Magie, volle Lebensenergie. Aber ich wäre lieber doch nicht gestorben. Und das alles nur, weil... Ja, warum? Ach so, genau, weil ich dazu hochgegangen bin, weil ich zeigen wollte, dass ich da nicht hochgehen soll. Das war echt eine blöde Idee. Aber jetzt wisst ihr es, ich kann nicht in die höher gelegenen Gebiete der Stadt, weil überall Supergrobos sind, die kurzen Prozesse mit mir machen. Jetzt möchte ich gerne mal in diese Tür da rein. Danke. Renn. So. Ah, da muss ich nämlich nicht da die Treppe benutzen, wo der grüne Klon war und der gelbe dann, sondern kann hier einfach hoch. Und wie man sehen kann, hier ist der Kartenverkäufer, von dem ich geredet habe. Ein Dachschein für die Fähre kostet 10 Cassius. Aber da ich einen Steckbrief in meinem Büro habe, brauche ich 30 Cassius, oh. Damit ich vergessen kann, dass du ihm ähnlich siehst. Ja, nicht mal der doppelte Preis, sondern der dreifache. Das interessiert mich aber nicht. Wir möchten sowieso nicht mit der Fähre in diese Richtung fahren. Deswegen. Ich hier auch nur einen einzigen Föhn loszuwerden. Einer meiner Kollegen ist bereits dabei, Kunden zu werben. Wenn das so weitergeht, versuche ich es auf einer anderen Insel. Ja, ich hatte ja schon gesagt, er verkauft Föhne. Nicht sehr erfolgreich, wie es scheint. Oh, und ja, er kann eigentlich einem ziemlich leid tun, dieser Vertreter. Ja, wir wissen, dass ich entkommen bin. Somit der erste Häftling, der daraus entkommen ist. Und wo kommen wir jetzt raus? Hier oben, okay. Das wäre, wenn ich jetzt da außen rumgelaufen wäre, wäre ich da rausgekommen. Aber so haben wir das geschickt umgangen. Hier ist noch ein Herz drin, das brauche ich jetzt auch nicht. Hast du noch was zu sagen, Tico? Ich weiß nicht mehr, was du sagen willst. Ich suche eine Freundin. Sie wird von zwei Tico-Klonen eskortiert. Ich habe ihr Trio nicht gesehen. Schade. Aber immerhin antwortet er mal auf unsere Frage und spricht dann nicht ein vollkommen fremdes Thema an. So, wie gesagt, da unten, wenn ich hier unter dieser Brücke durchgehen würde, würde ich da beim Hauptquartier rauskommen. Das mache ich aber nicht, weil da ein Soldat ist. Und hier sind wir wieder am Hafen. Toll, ne? Jetzt darf ich die Klone nochmal besiegen, um hier durchzukommen. Aber das dürfte jetzt weniger das Problem sein. Mit denen werde ich gut fertig, wie man ja auch vorhin schon gesehen hat. Und... immerhin kriege ich so noch ein bisschen Geld. Das hat auch was ein Gutes. Und ich darf jetzt bloß hier nicht ins Wasser fallen. Das habe ich nämlich auch schon mal geschafft. War ich nicht so begeistert drüber. Kann man sich bestimmt vorstellen. So ein Kleeblatt weniger tut schon weh. Vor allem, wenn man dann bedenkt, ja gut, jetzt bin ich ja durch das Büro gegangen. Das heißt, ich würde dann oben beim Büro, bei der Bürotour wieder anfangen. Das wäre jetzt nicht so schlimm. Aber hätte ich halt im Gefängnis wieder anfangen müssen. Das wäre ein bisschen blöd gewesen. Aber naja, töten wir diesen Soldaten hier noch schnell. Ja, er droppt uns nur ein paar Herzen. Könnten wir eigentlich gebrauchen, aber da komme ich nicht dran. Ich weiß nicht, ob das in diesem Teil so ist. Im zweiten Teil kann man Items auch mit seinem Ball aufsammeln. Aber ich habe so wenig Magie nur. Da ist es mir jetzt zu schade, das für die paar Herzen auszuprobieren, weil das wird garantiert sowieso nur ein Herz sein. Oder zwei oder drei. Und das lohnt sich nicht wirklich in meinen Augen. Da benutze ich meine Magie lieber hierfür. So, bam. Einmal auf den Kopf. Wobei, da brauche ich eigentlich auch keine Magie für, weil der nirgendwo abprallt. Aber egal. Wir hauen ihm den Ball auf den Kopf, er fällt um. Und ist besiegt und droppt uns auch Herzen. Und das sind hoffentlich wieder mehr als ein Herz. Ich laufe diesmal hoffentlich nicht elegant. Gut. Ich gehe lieber in den normalen Modus. Drei Herzen. Okay, ja. Wie vorher auch. Da drin ist bestimmt nichts, oder? Kann ich nicht mal rein. Gut. Dann gehen wir nochmal zu den Fässern hier. Denn... da war ja auch noch was drin, das habe ich ja noch nicht untersucht. Weil wenn wir schon mal hier sind, warum sollen wir nicht gleich alle Ressourcen ausnutzen, die uns zur Verfügung stehen? Ich sehe gerade, ich kann ja auch auf die andere Seite, da sind noch mehr Fässer. Das habe ich vorher gar nicht untersucht. Vielleicht ist da noch was Tolles drin. Nein! Oh, nein! Nein, 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 nein. Das war sowas von dumm, das war sowas von dumm. Jetzt starte ich hier wieder. Ja, toll. Ich bin so gut in diesem Spiel. Es ist unglaublich, wie gut ich bin. Ich habe kein Kleeblatt mehr.
Ich muss gleich mal irgendwas finden, wo ich Kleeblätter aufsammeln kann. Wisst ihr was? Hüpf, gehen wir hier runter. Und da kommt... Nein, da kommt ein Roboter raus. Ich dachte, ich könnte jetzt da durchrennen, selbst wenn rückwärts. Hey, der hat den anderen getötet. Ja gut, dann habe ich jetzt keine Möglichkeit mehr, außer mich töten zu lassen, was Game Over heißt. Juhu, ich bin das erste Mal Game Over im Spiel. Juhu, aber das hat nicht wirklich Konsequenzen. Ja, man sieht das Game Over Balken so in your face. Bam. Aber immerhin, tolle Minimusik. Auch einer meiner Favoriten. Ich drücke einfach auf Spiel fortsetzen. Und dann machen wir hier wieder weiter. Mit einem Kleeblatt. Hälfte der Lebensenergie, Hälfte der Magie. Und diesmal springe ich nicht darunter. Jetzt weiß ich, das geht einfach schief. Ich hatte eigentlich gedacht, ich könnte darunter springen und dann schnell da durchrennen. Durch den Gang. Dann hätte ich nämlich die anderen Wachen umgangen. Und wäre schnell wieder beim Hauptquartier und somit in der Stadt gewesen. Aber naja. Man hat gesehen, was passiert ist. Gucke ich doch mal lieber hier weiter. Ich muss ja meine Lebensenergie und Magie noch ein bisschen auffüllen. Nach diesem Game Over. Geld, die sehe ich auch gerne. Ja, Geld habe ich glücklicherweise nichts verloren. Das wäre ziemlich bitter gewesen, wenn ich da auch nur die Hälfte übrig gehabt hätte. Aber, naja. Also es hat nicht wirklich so schlimme Konsequenzen. Zumindest hier nicht. Später, je nachdem wie die Rücksetzpunkte sind, schon. Aber, naja. Da komm, muss ich erstmal hinkommen. Und nein, nicht Inventar. Enter-Taste, um den Bildschirm weiter zu bewegen. Ich muss hier nämlich so einen kleinen lieben Elefanten-Klon besiegen, der uns im Weg steht und uns angreifen wird, wenn wir hier irgendwas Blödes machen. Außer wenn wir ihn mit dem Ball bewerfen, denn der Ball kümmert ihn irgendwie nicht. Wird anscheinend öfters mit dem Ball beworfen. So, du auch? Ja, den kümmert das auch nicht. Finde ich gut. Verliere ich weniger Lebensenergie durch. Und dann klettern wir mal hier hoch. Gucken mal, was hier noch drin ist. Ein Herz. Okay. Und hier auch ein Herz. Gut, gut. Und hier ist bestimmt auch noch was drin. Nichts? Okay. Aber in hier ist noch was drin. Nein, dich kann ich gar nicht aktivieren. Okay. Dann machen wir mal den Klon hier noch. Roboter fertig. Hüpf, nein. Nein. Komm, zurück zu Papa. Ja, ich weiß. Es ist nicht besonders spektakulär und es ist ziemlich billig von hier oben das zu machen. Aber im direkten Kampf gegen diesen Klon hätte ich eigentlich keine Chance, weil der viel schneller als ich feuert und mehr Schaden macht als ich. Deswegen verzeiht mir das, dass ich diese billige Variante benutze. Und ich denke mal, dafür ist es auch da, dass man das von da oben machen kann. Weil Twinsen ist nicht wirklich der Kämpfer, ne? Im zweiten Spiel kriegt er wesentlich mehr Waffen. Aber in diesem Spiel, also im zweiten Spiel, ist die komplette obere Reihe hier für Waffen Dings beansprucht. Nein, das ist jetzt nicht das Wort, was ich benutzen wollte, egal. Und hier in diesem Spiel haben wir halt einfach den magischen Ball. Und eine andere Waffe noch, die wir aber erst sehr spät im Spielverlauf kriegen werden. Und deswegen müssen wir eigentlich fast alles mit dem magischen Ball machen. Und ja, damit kann man halt nicht so gut kämpfen, ne? Ist halt ein Ball. Aber ich möchte jetzt diese Fässer da untersuchen. Und diesmal werde ich aber nicht da reinfallen. Diesmal gehe ich vorsichtiger vor. Na? Na? So. Seht ihr, es geht doch. Und jetzt ist da nichts drin. Toll. Ich bin vollkommen umsonst gestorben, denn da ist überhaupt nichts drin. Aber egal, ich gehe jetzt einfach weiter auf die nächste Map. Ohne ins Wasser zu fallen. Nochmal, oder? Ich kann jetzt einfach da reinspringen, aber das lasse ich lieber. Dann kann ich mal gucken. Lebensenergie ist ein bisschen knapp. Ich möchte mit einem Hasi reden. So, da rechts könnte ich auch rein. Da gehe ich noch nicht rein. Ich möchte... du blödes... Oh Gott. Afudumu. Lass mich in Ruhe. So. Ich möchte... Nein, ich möchte da runter. Gut, dann muss ich woanders runterspringen. Ja, hast du es bald? Hier, das meine ich. Also im direkten Kampf wird er die ganze Zeit plump, plump, plump. Und ich käme überhaupt nicht dazu. Was zum Panzer? Okay, der hat mir Angst gemacht. Ich käme überhaupt nicht dazu, den anzugreifen. Deswegen muss ich sowas benutzen. Habe ich keine Magie mehr. Ich habe keine Magie mehr. Kann ich den Soldaten trotzdem treffen? Komm schon. Ja, ich kann ihn treffen. Ne, kann uns auch treffen. Toll. So, und jetzt gehen wir zurück, denn wir wollen nicht getroffen werden. Gut, gut. Und springen wir runter in den Graben. Schnappen uns das Herz und kommen nie wieder zurück. Nein.